Hallo, herzlich willkommen, liebe Kirmesfreunde. Mein Name ist Frank Roos. Ich bin der Hans-Otto Grass. Wir sind hier die Organisatoren der Veranstaltung Gelopark dieses Jahr 2021 und wir freuen uns, euch so zahlreich begrüßen zu dürfen. Wir sind hier jetzt zum zweiten Mal in Geilenkirchen. Wir haben es gerade gesagt, es ist der Gelopark. Dieses Jahr wieder etwas anders. Wir wollen zurück zu unseren Wurzeln, zurück da, wo wir hingehören. Kirmes ist unser Ding, deswegen feiern wir hier dieses Jahr richtige Kirmes. Kein Einlass, keine Kontrolle, keine Kontaktnachverfolgung. Wir machen das, was wir immer machen wollten. Wir machen das, was wir machen können. Wir feiern wieder Kirmes, denn das ist unser Leben und das ist unsere Bestimmung. Ja, wir haben hier einen bunten Mix an typischen Kirmeskarussellen, wie man sie auf vielen Kirmesplätzen wiederfindet. Den Klassiker schlechthin, den Autoscooter. Dann haben wir den Musikexpress, eine typische Berg- und Talbahn. Für die kleinen Besucher haben wir die Kinderachterbahn der Familie Issel, die Silbermine. Dann haben wir ein typisches rasantes Jugendkarussell, den Breakdancer. Darüber hinaus haben wir für die ganz Mutigen eine große Schaukel, den X-Faktor. Da geht es hoch, 25 Meter in die Lüfte. Und auch bei uns kann die Familie in die Luft gehen auf dem Heartbreaker. Darüber hinaus befinden sich hier auf unserer Geilenkirchner Kirmes, dem Gelopark, ein bunter Mix an Kinderfahrgeschäften. Was gibt es hier an Spielgeschäften? Wir haben natürlich auch eine exquisite Auswahl an Spielgeschäften. Für jeden ist etwas dabei. Das heißt, das familientypische Entenangeln, Pfeile werfen, Ball werfen. Tütenangeln haben wir hier, das Greiferspiel und die Spiele-Neuheit. Der Renner der Saison, der Pink Date-Automat Schnippschnapp, ist der Teddy ab. Was gibt es hier an kirmestypischen Spezialitäten? Kirmestypisch halt, haben wir hier eine bunte Auswahl. Es gibt gebrannte Mandeln, Popcorn, Zuckerwatte. Wir haben selbstverständlich ein gepflegtes, gezapftes, frisches Bier. Dann einen großen Schwenkgrill, wo man auch einen herrlichen Schwenkbraten genießen kann. Frische Champignons, Blumenkohl, etwas Gesundes zwischendurch. Dann haben wir auch Neuheiten hier, die sogenannten Eispops. Wir haben Bubble Tea, wir haben Frozenjoghurt, wir haben kirmestypisches Eis. Selbstverständlich darf nicht fehlen eine italienische Pizza. Wir haben in diesem Jahr neu dabei, zum ersten Mal hier im Gelopark in Geilenkirchen, der große gemütliche Biergarten mit der Almhütte und der Schwenkhütte zusammen. Das heißt, die Familie kann dort einkehren. Wir haben genügend Sitzplätze vorhanden, genügend Tische aufgestellt, dass auch alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können und man sich hier gerne aufhalten kann, auch länger verweilen kann bei einem netten Bier in einer gemütlichen Runde. Ich möchte an der Stelle alle Kirmesfans einladen, hier unseren Gelopark zu besuchen. Wir haben keinen Zaun, wir haben keine Einlasskontrollen. Ihr könnt gerne alle nach hier kommen. Wir machen wieder das, was wir gerne machen. Wir machen wieder hier eine normale Kirmes. Wir versuchen, den Alltag wieder zurückzugewinnen. Da, wo wir 2019 aufgehört haben, fangen wir jetzt wieder mit an. Und deswegen nochmal ganz herzlich an alle ein Willkommen zum Gelopark, zur ersten Kirmes in der Großregion Aachen-Düren-Heinsberg. Jawohl. Darüber hinaus, kurz zu unseren Aktionstagen. Wir feiern also hier Kirmes vom 24. September bis zum 3., einschließlich 3. Oktober, täglich ab 14 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, den 29. September, haben wir unseren traditionellen kirmestypischen Familientag, wo alle Karusselle stark ermäßigte Fahrpreise anbieten. Am 30. September, der Donnerstag, starten wir hier unseren Kindertag. Das ist was ganz Besonderes für die Kids. Da kommen die Helden der Kids, Mickey Mouse und Co., besuchen uns da und sind bereit für Fotos. Ein ganz besonderes Highlight erwartet euch am Freitag hier in Geilenkirchen. Zum ersten Mal seit 2019 schießen wir hier wieder ein Höhenfeuerwerk ab. Wir laden alle herzlich dazu ein. Ja, und hier einige Impressionen vom X-Faktor vom Schausteller Franz Deinhardt aus Unna. Der Hersteller ist übrigens KMG aus den Niederlanden und die Typbezeichnung ist Freakout. Das Baujahr war 2004 und das Geschäft hat eine Kapazität von 16 Personen. Und die Besonderheit an dieser Schaukel ist, dass sie nicht seitlich schaukelt wie die anderen, sondern in Richtung der Zuschauer. Yeah.
Ja, und jetzt gehen wir mal rüber zum wunderbaren Breakdance von Schausteller Jürgen Klinge aus Koblenz. Übrigens, wie ihr wisst, der Hersteller ist Huss und der Typ Breakdance Nummer 1. Baujahr war 1997 und der Breakdance hat eine Kapazität von 32 Personen in 16 Gondeln und die Premiere war in Koblenz auf der Frühjahrsmesse 1997. Und jetzt viel Spaß mit jede Menge Impressionen. Ja, Freunde, hier geht's ab, hier geht's und das ist es. Breakdance, die absolute Nummer 1 hier. Ja, Freunde, auf die Dauer hilft nur Breakdance Power. Here we go. Wie steht's? Wie schaut's denn aus hier? Seid ihr alle noch gut drauf? Auf geht's, jetzt noch ein bisschen lauter hier. Wollt ihr noch eine Runde? Okay, legen wir los hier. Yeah, baby. Breakdance, here we go. So, und Schluss mit dem Gequatsche. Jetzt geht's weiter mit Impressionen. So, jetzt seid ihr gefragt. Besucht den Kirmespark, der große Freizeitspaß für die ganze Familie, der Gelopark Geilenkirchen, der von 24. September bis 3. Oktober 2021 auf dem Cityparkplatz am Beamtenweg in Geilenkirchen stattfindet. Ein Tipp von Kirmes Markus, mir hat es sehr, sehr gut gefallen.